Hallo? Herr Debitor? Oh! Oh Gott! Hey, willkommen! Ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Sky. Heute ein ganz kleines bisschen später. Ich bitte das zu entschuldigen. Leider bin ich heute etwas zu spät in meinen Arbeitsprozess hier reingerutscht. Dementsprechend gehen wir direkt an die Arbeit. Ich muss als allererstes sagen, ich glaube, Leute, der Moment, bei dem wir uns von diesem Shader trennen müssen, er rückt immer näher. Kurioserweise, ihr erinnert euch ja vielleicht noch daran, dass ich nach Desperado ein eigenes Projekt starten wollte, ein Zukunftsprojekt, stoßen wir allmählich an dieselbe Problematik, die ich da auch hatte. Gerade intern wird es auch so ein bisschen besprochen, dass es immer mehr FPS-Probleme hier gibt, aber auch ohne Shader, weil natürlich einfach sehr, sehr viel aufwendige Bauten hier auf sehr, sehr kleinem Raum zusammengebaut wurden. Und da hinten ist ein smarter junger Mann und er schaut etwas schockiert. Haben ihn angeschaut? Hä, wir haben ihn doch gar nicht angeschaut. Offensichtlich haben wir ihn angeschaut. Okay, ich brauche dringend eine Waffe, Leute. Ich habe von euch Hinweise bekommen, wie ich die Tränke brauen kann. Dafür benötige ich Wasser und noch ein paar andere Sachen, von denen ich nichts wusste. Und ich bin jetzt gerade wirklich ein bisschen angespannt hier. Ich nehme mal lieber schnell mein Schwert mit. Oh, lalalala, hier ist kein Enderman, hier ist kein Enderman. Ich weiß auch gar nicht, ob er jetzt gleich aufploppt oder ob der einfach jetzt wegbleibt. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich leihe mir kurz Wasser bei unseren lieben Nachbarn und schmeiße das jetzt mal in den Braustand rein. Ich glaube nur, es wird nicht reichen, weil einer von euch hatte auch einen Kommentar geschrieben, wo er mir sehr genau erklärt hat, wie das Ganze hier funktioniert. Und da waren noch viele, viele andere Sachen dabei. Genau, ich glaube, wir brauchen noch irgendwie so eine Netherwarze oder sowas. Auf jeden Fall muss ich da nochmal ein bisschen craften gehen. Wir haben aber heute sowieso Wichtigeres vor, nämlich der Server ist durch die Uhrzeit geschuldet, gerade in einem Schlafmodus. Alle Mitbewohner schlafen hier gerade und dementsprechend kann ich jetzt mal endlich gucken, was uns da oben in dem Portal erwartet. Denn ich habe ja immer noch auch meine Sachen verloren und ich will zumindest mal kurz schauen, ob meine Sachen da eventuell noch liegen. Oh Gott. Ich riskiere es einfach mal. Die Musik ist aber so schön. Wie so ein Windows-Startscreen. Hallo? Oh, ich dachte gerade schon. Ha. Oh Gott, was ist das denn? Ich war noch nie im Aether, muss ich ganz ehrlich sagen. Dementsprechend, weiß ich auch gar nicht so richtig, was uns hier erwartet. Und vermutlich hätten wir hier ohne Rüstung auch gar nicht hingehen. Sollten wir ohne Rüstung gar nicht hingehen. Hallo? Bist du freundlich gestimmt, fliegende Kuh? Und was bist du? Ein Sheephuff. Okay. Oder ein Sheep. Sheephuff. Sheephuff. Ach, du siehst aber sweet aus. Können wir dich gleich mitnehmen ins Portal? Guck mal, die Kuh geht auch schon. Wo sind wir da? Okay, der sieht ein bisschen... Die sehen ein bisschen aggressiver aus. Oh. Wo kommt die andere Kuh her? Wo kommen denn die ganzen Kühe hierher? Das ist mega stressig. Ich gehe einfach mal weiter. Vielleicht sollten wir warten, bis es Helligkeit ist, aber wir wären ja nicht der rasende Reporter, Herr Bergmann, von der From the Future Zeitung. Bist du aggressiv? Ah! Okay, okay. Alter, der hittet, der one-hittet uns ja fast. Okay, weg, 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 weg. Okay, okay. Wir sollten auf jeden Fall eine Rüstung. Kommt schon! Komm, Schaf und Kuh. Wir gehen hier sofort wieder raus. Leute, ist so Zeit für eine fette Rüstung. Das war ein kleines Gedankenexperiment, das man mal machen konnte. Aber wir sollten uns auf jeden Fall etwas besser dafür ausrüsten. Dann mache ich das bis zur nächsten Folge. Aber auf den Äther hätte ich gemessen daran, dass ich einfach noch nie mir die Mod angeschaut habe, doch schon heftig Spock. Und da ist irgendwie in dem Tower hier ist irgendwie ein fetter Creeper versteckt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt gehört, das hier Gommel, was soll denn das sein? Das sieht aus wie eine Einsatzzentrale hier. Oder so ein Apple Store könnte das auch sein. Es könnte auch so ein moderner Apple Store sein. Okay, schauen wir mal, ob unsere Kameras was aufgezeichnet haben. Die ist weg. Die da hinten auch.
Und es ruckelt wie Sau. Das wird richtig aggressiv. Ich muss jetzt muss auf Mega Tiny hier gehen. Okay, die Kamera bei Revinzai, beziehungsweise bei Weiß-Weiß habt ihr mir gesagt. Die ist noch da. Dann nehmen wir die jetzt mal mit. Und gucken mal, was wir darauf später finden. Bevor wir jetzt aber auf die Insel von Revinzai gehen, möchte ich einer Sache nachgehen, die ihr mir schon ganz, ganz oft in die Kommentare geschrieben habt. Und das war, dass Debito hier in seinem gigantischen Tower unten illegalerweise eine ganze TNT-Fabrik gebaut haben soll. Und das schaue ich mir jetzt mal an. Hoffe allerdings, dass wir hier gleich nicht in irgendeine Falle reinrennen. Weil dafür war Debitor ja immer ganz bekannt, dass er am Anfang mit Druckplatten und sowas hier... Ich werf mal hier was drauf und guck mal, was passiert. Huh? Da wird man zurückgefetzt. Oder wie? Was? Betreten auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder. Kommen wir da vorbei? Okay. Hausfriedensbruch dürfen wir ja nicht betreiben. Aber es ist kein Hausfriedensbruch, wenn die Tür auf ist. Hallo? Herr Debitor? Oh! Oh Gott! Okay. Okay. Was war das? Was ist das für eine Falle? Oh, das sind Spitzen, okay. Ganz ruhig. Ein hübscher Zylinder. Hallo? Herr Debitor? Ich habe auch nichts zu essen mehr dabei. Das ist auch nicht so gut. Wir sind natürlich wieder hervorragend vorbereitet hier. Ich gehe mal in den Keller, weil da soll ja die Falle versteckt sein. War der hier? Wir waren ja schon mal hier vor ein paar Folgen. Hallo, Herr Debitor? Das erinnert mich so sehr an die Kellergemäuer von Takaishi damals. Okay, okay, okay. Ich komme jetzt runter! Item-Silo. TNT. Ich glaube, das ist das, was sie gemeint hat, oder? Okay, okay, okay. Hier wird das Sand mit dem Schwarzpulver zusammengecraftet. Da sehen wir es. Und dann kommt das TNT wohin? Oh Gott, ist das alles... Oh Gott, Hilfe, 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 Hilfe! Hilfe! Kommen wir hier nicht mehr raus? Das gibt's doch nicht! Jetzt stecke ich hier fest! Bitte nicht, bitte sei nicht kaputt. Oh ne, es ist falsche Richtung. Das ist gar nicht gut. Nein, es ist die Spitzhacke. Okay, einen Versuch haben wir noch. Oh nein. Oh nein. Ich sollte einfach die Finger davon lassen. Hier unten muss das ran, ne? Nein! Nein! Ich brauche eine Spitzhacke. Ich brauche eine Spitzhacke. Oh, okay. Jetzt haben wir auch kein Essen mehr. Oh nee! Okay, auf ein neues. Und jetzt einfach da dran. Oh, so? Nein! Nein! Jetzt habe ich irgendwas bekommen! Das ist in die falsche Richtung! Das gibt's doch nicht! Warum macht er das denn jetzt da oben dran? Okay, das heißt, ich muss vermutlich das hier oben auch abmachen. Oh Gott! Okay, jetzt haben wir das da oben dran. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt nochmal darüber müssen wieder. Doch, müssen wir. Ah, Ade! Ich dreh durch. Okay, wir haben's. Okay, und jetzt raus hier. Jetzt raus hier. Hey. Raus hier, raus hier, raus hier. Okay. Achso, nein. Das TNT. Die Kamera sollten wir aufstehen. Bam. Das müsste eigentlich passen. Okay, raus, 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 raus. Die wohnen ja zusammen. Scheiße. Das habe ich ja ganz vergessen. Der uns jetzt sieht. Scheiße, scheiße, scheiße. Schlafen.
schleichen wir uns einfach raus. Okay, er ist ganz oben drauf, er ist ganz oben drauf. Oh, so laut, so laut. Da vorne ist die Tür. Da vorne ist die Tür. Oh Gott, ich vergesse es immer wieder. Oh. Okay. Okay. Und jetzt gehen wir hier rüber. Und nichts ist passiert. Nichts ist passiert. Weg hier! Okay, die Kamera ist installiert bei Debitor. Das ist sehr gut, weil dadurch haben wir jetzt zumindest schon mal, insofern wir die Kamera jetzt auch in den nächsten Tagen wieder abholen, Beweise für die Produktion von TNT. Das bringt uns ein großes Stück weiter voran. Ansonsten endlich zu Revinsides Insel. Ich mache jetzt bis zur nächsten Folge den Trank fertig. Und ich crafte mir eine Rüstung, dass wir uns den Aether einmal anschauen können. Leute, chaotische Folge heute. Entschuldige, ich bin ein bisschen spät dran, wollte aber, dass es auf jeden Fall auch pünktlich kommt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Morgen hören wir uns wieder um 19 Uhr. Euch noch einen fantastischen Abend. Macht's gut. Tschüss. Euer Bergmann. Mhm.